Hallo, ihr Lieben. Weihnachten ist ja gar nicht mehr so lange weg. Es gibt ja jetzt mittlerweile schon Lebkuchen in den Läden und auch so die Dezemberzeit, die Adventszeit. Und wer noch keine Idee hat für einen Adventskalender, ich möchte euch heute gern zwei vorstellen. Diese habe ich gestellt bekommen, das möchte ich dazu sagen, von der Seite Idee Manufaktur. Sie hat nicht nur Adventskalender, ich packe euch das natürlich unten in die Infobox, sondern auch andere schöne Sachen, zum Beispiel, wie ihr euer Bastelzeugs organisieren könnt, also für Papier und sowas oder für Stempel. Müsst ihr mal schauen, ist wirklich schön. Wie gesagt, ist unten drin der Link. Immer schön auf Mehr Anzeigen klicken und da habt ihr dann alles. Und ich wollte euch heute gern zwei Adventskalender zeigen und ich finde die klasse, weil die sind im Rohzustand. Ihr müsst zwar ein bisschen falten vorher, aber das ist ja auch schon basteln. Und die könnt ihr dann bemalen oder bekleben, wie ihr wollt. Und ich finde die richtig, richtig toll. Mein Problem ist ja wieder nur, was packe ich rein? Aber das ist eine andere Sache. Also zum einen, ich zeige euch die jetzt. Ich find die so toll. Einmal dieser hier. Ist noch nicht alles. Da brauchen wir natürlich noch die passenden Kästchen für. Und die müssen wir uns erstmal falten. Aber hier hat man zum einen dieses schöne Konstrukt. Moment, ich gebe euch die Maße. Mit den Maßen könnt ihr immer mehr anfangen, ne? Ich weiß nicht, ob die auf der Seite stehen. Das kann natürlich sein. Aber ich gucke jetzt einfach mal. Ja, 38 und sowas, ne? Also so knapp 38 cm mal 26,5, sowas. So, da habt ihr schon mal die Maße, wo ihr das hinstellen könnt. Und in der Breite, Moment, sage ich euch auch, wenn wir schon mal dabei sind, also in der Tiefe quasi, sind es auch so 6,5 cm. So. Und jetzt basteln wir uns mal ein kleines Kästchen zusammen. Hier haben wir 24 kleine Kästchen drinnen. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Jetzt muss ich erstmal aufschneiden. So, und dann kann man sich hier die Schächtelchen zusammenfalten, beziehungsweise ich glaube, da muss man gar nicht viel machen, außer auseinanderknicken. Moment. So. Und da ist ja eigentlich schon das halbe Ding geschafft, ne? Und dann hier und hier rein. Zack, und schon ist das Schächtelchen fertig. Also das ist ja wirklich ganz schnell gemacht. So. Und schon hat man ein fertiges Türchen. Zack. Wunderbar. Und dieses Türchen, das gebe ich euch auch mal die Maße, dass ihr wisst, wie viel ihr da ungefähr reinpacken könnt. Das ist ja auch manchmal gut zu wissen. 5,5. Ja, beide Seiten 5,5. Ja. Ich glaube, Schnucki träumt gerade. Es sind alle Seiten 5,5. Auch Höhe, Tiefe, Breite und, ne? So, da wisst ihr Bescheid, was ihr da ungefähr reinkriegt. Ich finde das echt toll. Und wie gesagt, ihr könnt euch das so bekleben und bemalen, wie ihr möchtet. Und dann habt ihr einmal einen großen Adventskalender. Natürlich habt ihr hier auch Eingriffe, ne? Hier, genau, dass ihr auch gut an die Kästen rankommt und dann nicht da rumpopeln müsst, dass ihr da rankommt. Nein, ihr könnt hier schön reinfassen und dann habt ihr das Kästchen sofort in der Hand. Finde ich stark. Finde ich richtig, richtig stark. Und ich weiß nicht, was ich reintun soll. Wenn ihr da irgendwelche Tipps für mich habt, was man da reintun kann. Weil ich finde es immer schwierig, so extrem viele Süßigkeiten zu kaufen und dann immer nur eins reinzustecken. Vielleicht kennt ihr einen Shop, einen Laden, der solche Mixtüten anbietet für, ja, für gerade solche Adventskalender. Wäre schon geil. Vielleicht kennt ihr sowas. Sowas habe ich schon mal gesucht, nie gefunden. Vielleicht ist es auch eine Marktlücke. Wer weiß. So, das ist der eine. Da kann ich dann nachher schön falten. So, wer will schon auf nachher warten? Ich falte jetzt gerade mal alle zusammen, dass ihr mal seht, wie das komplett aussieht. Und wollte mich dann noch dazu äußern, dass das richtig stabile Pappe ist. Also das ist nicht so ein Labberzeug, ne, wo man denkt, ach, na, da packt man ein bisschen was Schwereres rein und es rutscht gleich durch oder es hängt durch. Nee. Also das ist wirklich so eine steife Pappe. Das ist Wahnsinn. Und die ist nur einlagig. Das ist wirklich wow. Und auch das Gerüst ist wirklich sehr, sehr stabil. Da könnte man sogar was draufstellen. Das würde das aushalten. Also einen Schwibbogen könnte man da bestimmt draufstellen. Na gut, die sind ja auch nicht so schwer. Ne? Hier, das ist sowas von stark. Wahnsinn. Oh, Schwibbogen würde bestimmt schön drauf aussehen.
Fertig. So, und jetzt packen wir mal alle hier rein. Ihr könnt natürlich, ich habe die ja vorhin so reingetan, mit der Öffnung nach vorne. Das könnt ihr natürlich auch machen, so wie es euch gefällt. Ihr könnt natürlich aber auch andersrum reintun, so dass man das Schniepelchen nicht sieht. Dann habt ihr natürlich die volle Fläche, die ihr dann bemalen könnt. Und wie gesagt, ihr kriegt es ja auch so raus durch die Eingriffe. Und wenn man das ja dann rausnimmt, ne, so, wenn man das ja so rausnimmt, da sieht man ja, kann man hinten reinfassen. Ist wahrscheinlich besser, wenn man das so nach hinten tut. Aber wie gesagt, wenn euch das gefällt, könnt ihr natürlich auch nach vorne machen. So. Ist auch eingefallen, muss man gar nicht für Weihnachten nutzen. Man könnte ja auch jemandem eine Freude machen, der vielleicht Geburtstag hat und der sich auf seinen Geburtstag freut und dann quasi so 24 Tage vorher so einen Kalender mit so, ja, so als Vorfreude oder als Rätsel kann man sowas auch nutzen, aber der Dezember steht ja vor der Tür, ne, also der Advent, und dafür ist wahrscheinlich dann gerade ideal. So, guckt mal. Ich finde es klasse. Und jetzt stellt euch das mal weihnachtlich vor. Geil. Geil, 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 geil. Ja. Und wie gesagt, schön, richtig schön stabil. Genau. Also, das war der erste. Jetzt kommt der zweite. Und da müssen wir auch basteln. Den habe ich hier in so einem schönen Käfterchen. Sesam, öffne dich. Und der eine oder andere wird es jetzt schon wissen, weil man sieht es hier. Ich hole die mal raus. Die werde ich jetzt nicht alle zusammen basteln. Ich glaube, das würde dann etwas dauern. Das sind Häuser. Das sind Adventshäuser, die ihr befüllen könnt. Ich finde das einfach nur geil. Ich gucke gerade mal. Sehen die alle gleich aus? Ja, ich denke schon. Sehen alle gleich aus. Aber wie gesagt, auch die könnt ihr wieder bemalen und bekleben und machen. Und ach. Nein, sind auch nicht alle gleich aus. Moment, guck mal. Einmal dieses Modell. Na, hier ist viereckig. Und einmal hier drüben. Hier ist rund. Wusste ich doch. Ich habe nämlich das auch so in Erinnerung gehabt. Und dieses ist kleiner. Ah, guckt mal. Okay. Ich schau gerade mal. Das wird. Nee, das ist auch gleich groß. So, ich habe jetzt einmal schnell alles durchgeschaut. Ihr bekommt drei Modelle. Zwei größere Häuschen in diesen. Ja, einmal in viereckig, einmal rund, wie ich gerade schon gesagt habe. Und einmal dieses Modell, aber nochmal in kleiner. Finde ich cool. Ja, wenn man 24 Türchen hat und das immer mal wieder so variiert. Und das Coole ist ja auch, das kann man ja auch gleich als Deko nutzen. Ne, wenn man das dann als Winterdorf dann nimmt, wenn man das so auf eine Platte packt zum Beispiel. Ha, schön. So, und jetzt basteln wir mal gleich mal die drei Modelle einfach mal zusammen. Eins, zwei, drei. Und die anderen packe ich mal weg. So. Dann schauen wir mal, wie wir das basteln müssen. Ich denke mal, drücken. Und dann... Aha, hier ist es also mit Kleben verbunden, so wie es aussieht. Hier sind... Moment, ich gucke gerade mal. Hier sind so Laschen, also Falz an beiden Seiten. Und das sind ja meistens so Klebefalzen, ne? Das wird dann da dran geklebt. Hier ist noch eine Falz. Ja, obwohl, das kann man auch reinstecken, so wie es aussieht. Ja, Moment. Na. Willst du nicht, so brauche ich Gewalt. Nein, man muss es nicht. Also ihr könnt es natürlich ankleben, aber ihr seht, man muss es nicht. Weil man die Lasche hier reinstecken kann. Das ist natürlich klasse. Und das hält auch. Also... Es sieht jetzt nicht so aus, als würde das irgendwie rausploppen oder irgendwas. Das war ich jetzt hier. Das hält. Das ist auch das ist wieder sehr, sehr stabil. Also Wahnsinn. Hier könnte das rausploppen. So, das ist vorgestanzt. Oh, stellt euch das mal vor mit Licht. Oh, Wahnsinn. Wie geil. Ihr müsst das nicht als Adventskalender nutzen. Ne? Ihr könnt das ja auch als Winterdorf nutzen und dann Licht reinpacken. Oh, Träumchen. Zu viele Ideen. Und dann... Hier unten befüllen, denke ich mal. Und dann könnt ihr das einfach auch hier nochmal umknicken und schließen. Zack. Fertig ist das erste Häuschen. Das ist doch so schön. Halt, hier habe ich... Da habe ich ein Fenster vergessen. Kam durch die Tür. Ist das geil. So, das ist das erste. Dann haben wir auch nochmal diese Größe mit diesen
runden Fenstern auch hier nochmal umknicken. Oben die Laschen. Na, Moment, ich komme erstmal in die andere Richtung, da ist es leichter. So, so. Dann hier mal nachknicken und dann einfach hier reinstecken. Ich denke mal, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht es schneller, ne? So, klasse. Hier wieder alles rausploppen. Plopp, 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 plopp. Hier ist kein Fenster diesmal. So. Und auch hier unten wieder schließen. So, zweite Häuschen. Fertig. Ja, so sehen die jetzt aus. Ach, guck mal. Aha, die haben eine andere Größe. Das habe ich nicht gesehen. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann gucken wir mal, wie klein das dann hier ist. So, zack. Oh, ich freue mich schon drauf, die zu verzieren, ne? Wahnsinn. Winter, Weihnachten. So, einen Moment. Gehst du da rein? Na, na, na. Du willst doch wohl da reingehen. Füge dich. Willst du nicht, so brauche ich Gewalt. So, jetzt aber. So. Okay. So, jetzt einmal hier unten schließen. Jetzt gucken wir mal, wie klein das ist. Das ist gar nicht so klein wahrscheinlich. Ich gucke auch hier nochmal nach den Maßen, wenn ihr das wissen möchtet. Guck mal, ist das süß. Oh, ist das niedlich. Und das ist gleich hoch. Da seht ihr hier schon, das ist kleiner, ne? Und auch generell kleiner. Oh, ist das süß. Oh, die sind gleich lang. Ja, jetzt sind sie. Oh, ist das. Oh Mann, ist das niedlich. So, ich sag euch mal die Maßen. Wisst ihr das, wie groß das alles ungefähr wird? 5,5, 7,5 und in der Höhe 11, Pippin. Und auch hier war ja 8. In der Tiefe 9 in der Höhe und 5,5, naja, ja, 5,5 in der Breite. Und das Kleinste, was passt da so rein? Auch 5,5 in der Höhe 9 und in der Tiefe auch so 5,5. Aber ich denke, es steht auf der Seite vielleicht. Ich hatte geguckt, ich habe es mir nicht gemerkt, ob es da drauf steht. Oh, ich finde die echt traumhaft. Ich finde die so, so süß. Ich bin echt noch am Überlegen, ob ich den als Adventskalender nutze und verschenke und das vielleicht als Winterdorf oder vielleicht doch beide, dann können sich zwei in meiner Familie freuen. Schauen wir mal. Ihr werdet sehen, denke ich. Doch, ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr da ein Video dazu sehen möchtet. Könnt ihr das vielleicht zusammen dekorieren oder ich dekoriere es vorher und zeige euch das. Mal sehen. Ihr könnt ja gerne mal äußern, was ihr sehen wollen würdet. Aber ich finde die echt stark und ich bin auf eure Meinung gespannt, was ihr davon haltet, von diesem kleinen Häuschen. Was ihr damit machen würdet, würdet ihr da eher als Deko nutzen, die 24 Häuser, oder auch als Adventskalender? Könnt ihr mir gerne mal sagen. Wie gesagt, Link findet ihr unten in der Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!